F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedliche Freundschaft nicht. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Mitarbeiter der liebe Brotwurst. Hallo. Und der liebe Mike. Was mache ich hier? Ich kann nicht photoshoppen. Dann verschwinde hinter die Wand. Leute, Alex und ich werden dann scheinbar heute ohne Marc gemeinsam ein paar YouTuber photoshoppen. Ich stelle mich einfach rein, damit auch was hier, ne? Danke. Wir werden dann wahrscheinlich heute gemeinsam ein paar YouTuber photoshoppen und ich bin mal gespannt, was ihr da so alles geschrieben habt. Wir haben uns ein paar Kommentare rausgesucht. Beispielsweise dieses Kommentar hier. Hier steht einfach mal, mach Evifer D dünn. Ich würde sagen, Alex, damit fangen wir doch direkt mal an. Ja, hier haben wir Evifer D. Also er ist schon auf jeden Fall ein hübscher Typ, pass mal auf. Alex hat mir nämlich gerade ein super tolles Tool gezeigt, ja. So Leute, schaut mal hier. Jetzt kann ich nämlich hier Evifer D. Theoretisch können wir ihn jetzt halt tatsächlich schmal machen. Ja, ihr seht's. Die Figur. So, wir könnten ihn aber natürlich auch einfach wieder so machen, wie er wirklich ist. Wir alle kennen Evifer D. SpongeBob. Das ist Evifer D wirklich, meine Freunde. Und nun geht es halt darum, dass wir Evifer D quasi ein wenig kleiner machen und wieder die richtigen Proportionen zum Körper hinzufügen. Ich würde sagen, das machen wir mal ganz kurz. So ist er jetzt dünn, oder? Müsste passen. Der Kopf ist halt noch ein bisschen... Soll ich mal am Kopf arbeiten? So, da hat Evifer seine Traumfigur, würde ich sagen. Fertig, nächste. Ja, machen wir direkt das nächste, ja. Meine Freunde. Hier haben wir einmal Hochzeit zwischen Paluten und Angela Merkel. Oh, okay, Leute, da müssen wir jetzt groß auftrumpfen. Pass mal auf. Eigentlich suchen wir ja sowas hier. Oh, das ist gut. Das ist... Schau mal. Das ist gut? Das ist da. Meinst du? Guck mal nach oben, der zweite von links, da sind schon die Hände wie bei Angela Merkel. Ja. Stimmt. Das ist auch ganz geil. So, ich bin unscharf. Was ist das für ein Bild? Ich will das Bild hier haben. Ich finde das so schön, das nehmen wir jetzt, Leute. Mhm. So, wir müssen natürlich das Licht, natürlich, das dauert jetzt alles ein bisschen, aber das kriegen wir schon alles hin. Ja, machen wir erstmal groß hier, ne? Ganz wichtig, dass wir die erstmal hier ein bisschen verziehen. Dann haben wir hier ein Bild gefunden von Angela Merkel, wo sie etwas jünger gewesen ist. Ihr seht es hier, da. Bäh. Da ist Paluten. So. Und jetzt schneiden wir Paluten erstmal aus. Beim Bart müssen wir ein bisschen aufpassen, da sind zwei Barthaare, ihr seht vielleicht. Da hatte Palle gerade seinen männlichen Tag. Grüße gehen raus an Dena und Palle, die beiden Leute ohne Bart. Dena hat ja diesen Gendefekt, zumindest habe ich das Gerücht mal in die Welt gesetzt. Ohne Witz, es gab wirklich darüber eine ganze Diskussion in irgendeinem Forum, ob Dena wirklich einen Gendefekt hat, weil er keine Barthaare hat. Ja. Und Leute haben mir das geglaubt, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ja, das sieht schon ganz gut aus, oder Alex? Ja, ein bisschen breit ist der Kopf noch. Viel besser. Der ist ja von der Seite eigentlich, weißt du, was ich meine? Mach mal Rechtsklick drauf. Aha. Performen. Ja. Weil der ist ja von der Seite. Eigentlich ist es ja so richtig dann, ne? Ja, genau. Es kommt zu einem Punkt, wo man nicht mehr zwischen Fake und Realität unterscheiden kann. Das ist gerade der Fall, glaube ich, oder? Wieso haben wir ihn jetzt so verformt? Unsere Meth-Gestalt vom Bundeskanzler. Oh Gott, das wäre so ein schönes Bild, Alter. Alter, ist das ein Bild, Junge? Ist das ein Bild? Das ist eine Pixelsuppe hier. Digga. Das ist... oder? Das ist schon mal gut, ja. Warte, pass auf, warte mal. Ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Wo ist Angie, die alte Meth-Gestalt? Komm her. Da oben steht sie. Guck. Jetzt sieht es so aus, als wäre Angie die Frau. Siehst du das? Digga, man erkennt sie überhaupt nicht mehr, oder? Kann nee, es sein? Überhaupt nicht. Also. Ne? Das ist schon... Das ist doch voll romantisch, oder? Also... ja. So, Alex, jetzt mach du mal hier. Besser mal ein bisschen aus, Mann. Dafür bist du hier, Alter. Also erstmal würde ich sagen, dass wir seine Haut ein bisschen korrigieren. Dann sagen wir hier, diese Farbe. Ja, das sieht ja fast genauso aus wie er. Oh, Alter. Ja, ein bisschen heller. Halt so ein halbes Schwarz-Weiß-Foto, ne, irgendwie. Ja, muss ein bisschen hier mehr Farb... Junge, geh mal zurück, das ist einfach Dena als Teufel, guck mal. Paluten als Negativ ist einfach Dena, Alter. Das ist auch, wenn man Paluten invertiert, kriegt man Dena raus. Boah, das ist doch nice, oder? Ja. Das ist süß. Mhm. Ja, geil. Ja, ist doch klasse. Was die Krebs hat. Das ist Gollum im Gesicht, Alter. Ja. Okay, jetzt ganz grob und hässlich das Gesicht nehmen. Ja. Und dann machen wir hier das und dann machen wir Maske rein. So. Was ist das denn? Alter, Farbe drüber. Also wir merken gerade schon, Alex, ich bin halt derjenige, der so mehr das Grobe macht. Du bist für die feine Arbeit. Genau, im Detail sowas. Und jetzt kann man mit ihr so einzelne Haarsträhne nehmen. Schon so. Aha. Wie du gerade darin aufgehst, Junge, was ist denn los? Ja, mach mal richtig jetzt! Ja, mach, ja, ich weiß nicht, ich bin ausgerutscht. Ja, was ist das? Mach mal die Haarsträhne jetzt noch, oder? Eine richtig. Ja, Leute, da würde ich sagen, das ist doch ein klasse Bild, oder? Das ist doch super geworden.
ich finde, ja, also ich. Gut, machen wir direkt das nächste Bild. Du musst Paluten transsexuell machen, meine Freunde. Da habe ich natürlich auch wieder was vorbereitet, ja? So, Leute, passt mal auf. Und zwar habe ich dieses Bild hier gefunden. Man kennt sie vielleicht. Ganz kurz, nur weil ihr seid Jungs, okay? Wir müssen einmal. Albträume. Alter, wieso bleiben diese Titten so groß? Was ist das? Wie wischen denn immer nur noch auf? Das inhaltsbasierte Skalieren guckt an, welche Bereiche wichtig sind. Ey, was ist los? Pass auf, jetzt brauchen wir nochmal unseren Palutenkopf. Denn jetzt wird's spannend, meine Freunde. Jetzt wird's wirklich spannend. So. Plötzlich sein Kopf auftaucht, dich angucken. Alex, das kannst du. Ja, genau. Bisschen Zensur muss sein. Weil das hat mich auch die ganze Zeit abgelenkt. Beruhig dich. Alter, ist das eine Infusion des Teufels. Oh Gott. Oh Gott. Das sind hier die Pro-Tricks. Die kann ich noch nicht, Alter. Wenn man gut ein paar Filter durchgehen kann ich halt auch, ne? Ein paar voreingestellte Sachen, Alex. Das ist ja, yes. Alter! Es sieht viel zu echt aus! Würdest du die? Ja, Palut. Also, ich würde, in dem Fall würde ich Paluten. Jetzt schon. Nicht mit zwei Paluten gibt noch. Nee. Was noch fehlt? Hier, der Finger. Alter! Junge, als ob! Warte, können wir diese Strähne, kriegen wir die noch blau hin, diese Strähne? Genau, nimm das blau. Aha. Mal hier so ein bisschen drüber. Das mal ganz kurz. So. Können wir mal ganz kurz, vielleicht ganz kurz mal hier diesen Scheiß. Ja, das habe ich eh schon, das habe ich angekotzt. Das Alter. Triggert auch, dass sie nicht hierarisch steht vor blau flau wird. Weißt du, was mich übelst ankotzt? Der Übergang halt. Nein, was mich übelst ankotzt, das Scheiß-Tattoo hier. Warte mal ganz kurz, können wir noch einen blauen Bart dazu machen? Ne, eigentlich ist es so gut, oder? Ja, aber ich würde noch die Hand wegmachen, warte. Die komplette Hand. Oh shit. Warte, was haben wir hier noch für eine Challenge? Ah, hier, mach Tanzab und Zahnlücke weg, meine Freunde. Oh, das ist das gut. Wird, glaube ich, hart, das wird auf jeden Fall hart werden, aber das kriegen wir auch hin. Ich meine, wir haben Wi-Fi-D auf dünn gemacht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir tun dann den Zahn rein oder wir tun alle Zähne weg. Alle Zähne weg, ja. Das hatte ich nämlich vor. Es muss sein, es muss sein. Es sieht halt besser aus. Aber die Zahnlücke bleibt weg. Die Zahnlücke ist genau das prägnante. Das ist das Einzige, was übrig bleibt, wenn er stirbt. Wir konnten nichts retten, außer seine Zahnlücke. Ey, ist weg! Die ist weg! Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ihr musst dein ganzes Gesicht dafür umbauen. Oh. Ach, du Kacke. Okay, Leute, passt auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dran und machen seine Zahnlücke weg. Ganz klar. Oh Gott, Alter, ist die groß. Ich glaube, da guckt, warte mal, da guckt doch einer raus, oder? Guck mal. Da ist einer drin, oder? So, Leute, wir sind hier gerade auf der Pixel-Ebene, also das ist schon ziemlich, ziemlich weit. Nee, dann inhaltsbasiert. Ja. Dann mach okay. Aber es klappt. Wäh, als hätte er übelst viel Schleim im Mund. Gott, Alter, Wie macht man das jetzt? Wie mache ich das jetzt ganz weg? Ganz weg? Nimm doch einfach den Bereichsreparaturspinsel. Den? Ja. Den, das ist der Pinsel. Das ist der normale Pinsel. Kamehameha! Das ist der Bereichsreparaturspinsel. Ja. Mach den kleiner und dann so in die Rillen rein. Jetzt sieht's aus, als hätte einfach sein, als wäre sein Mund zugenäht. Das sieht richtig. Nee. Ich glaube, da würde er sich nicht freuen. Diese Lippen will ich küssen. Ist das nicht gut? Können diese Schultern lügen? Das heißt, so als Watermark. Ihr kriegt neue Zähne jetzt und zwar Vibes. Ist doch gut, oder? Ja, sieht realistisch aus. Oder? Ja. So, warte. Machen wir einen zweiten davon. Ja, klasse Bild, Leute. Ich würde sagen, das war's. Aber eine Sache wollte ich noch machen. Warte ganz kurz, das ist ganz wichtig. Victor, ich muss diese beiden Gesichter zusammennehmen. Wer ist das? Das ist Corona. Wer ist Corona? Das ist nicht wichtig. Okay. Wichtig ist nur, dass Corona lustig aussieht. Kannst du den mit Victor irgendwie fusionieren? Das versuche ich jetzt, ja. Oh, okay. So. Lass die mal richtig krass zusammenlaufen, Alex, komm. Oh Gott. Hätte vollbracht. Hä? Oh mein Gott. Da, Leute. Da ist er, Corona Blani. Das ist die Nummer von dem. Ich glaube nicht, dass der noch Single ist, so wie er aussieht. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Alex vorbei. Schaut bei. Ne, bei Marc nicht vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal da rein. Ciao!